Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Hockey Ultimate Team hier bei Because Gaming is Fun. Ja, zuletzt konnten wir uns mit 6:1 gegen unseren Gegner durchsetzen. Das war natürlich sehr schön. Wollen wir direkt dran anschließen? Ich muss heute ein paar Folgen aufnehmen, da wir in letzter Folge gesagt... Upala, nein, ich wollte nicht die Suche abbrechen. Wie in der letzten Folge schon gesagt, ich komme in der kommenden Woche, glaube ich, nicht so wirklich zum Zocken. Heißt, ich muss wieder vorproduzieren. Und da ich euch so viele Folgen wie möglich liefern möchte, geht's ordentlich daran. Carandila ist unser Gegner. Mit einem Trikot der Dallas Stars. Und dem Wappen der Dallas Stars. Ich würde mal behaupten, der ist ein Dallas Stars Fan. So ganz abwegig. Ja, wir gucken mal, was wir jetzt rausreißen können. Das letzte Spiel hat ja echt Hoffnung gemacht. Da haben wir ein bisschen geruled, muss man mal so sagen. Ein Kessler. Oh, Kessler ist ein unangenehmer Gegner. Hui. Ein Kessler, der schon richtig viel gespielt hat. 800 Spiele hatte der schon auf dem Buckel. Alter Schwede. So. EA Sports in the game. Ja, komm, überspring doch bitte das Intro. Das braucht doch echt keine Sau mehr. Ja, entschuldigt das Husten, ich bin immer noch leicht erkältet. Morgen steht wieder Fleury im Tor. Fleury, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Der hat einen Backstrom auf dem rechten Flügel, okay. Kessler als ersten Center und Ben auf dem linken Flügel, wenn ich mich nicht verguckt hatte. Lemieux hat sich da schon wieder einen Puck geholt. Der ist aber auch schon wieder weg. Hallo, will den noch mal jemand den Puck wegnehmen? Danke. Oh, wie ist der denn da... Was? Scheiße, wie ist der denn da vorbeigekommen? Bullshit. Ja, da liegen wir schon zurück nach 4 Minuten. Das ist natürlich nicht so geil. So, Jamie Benn jetzt auf dem Vorwärts. Pozo schnappt sich da gut den Puck weg. Und Jamie Benn mit dem Ausgleich. Was mit dem zurzeit los? Drittes Tor im zweiten Spiel. Und er spielt mit dem Varlamov, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Oder Bobrovsky könnte es auch gewesen sein. Ja, Modano, Pokol. Nö. Bobrovsky oder Varlamov müsste er haben im Tor. Obwohl, nee, das müsste schon Bobrovsky sein. Was spielt der denn da komisches? Scheiße. Und das war schön ins Abseits gespielt. So, Lemieux am Bulli. Und verliert das. Aber, wie komm, was macht denn der Typ da? Hoser ist drin im Angriffsfeld. Spielt auf Backström und Bobrovsky, wie angedeutet. Oh! Oh! Lemieux! Geiles Ding! Snackt dem Verteidiger den Puck weg. Und so schnell kann sein Bobrovsky gar nicht reagieren. Da ist Lemieux schon an ihm vorbei und macht das Tor. Geiles Ding, ey. Jetzt ist er richtig im Team angekommen mit seinem ersten Tor. So, Jill Moore. Immer noch Jill Moore. Ordentlicher Check gegen ihn. Ne? Schade.
Ah, Jimmo mit einem schönen Schussversuch. Ich glaube, der Typ ist so halbwegs abgelenkt. Auf jeden Fall spielt er so. Als wenn er nebenbei noch was machen würde. So, Hosa. Ah, bleibt an seinem Bobrovsky hängen. Oh! Klasse Save von Fleury mal wieder. Alter Spiel. Alles klar. Oh, oh, das ist nicht so gut. Oh, was ein Save schon wieder da. Ja, damit habe ich fast gerechnet. Ah, aber ich hatte keine ordentliche Anspielstation, darum konnte ich nicht passen. Modano verliert das Bulli. Kein Abseits? Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Da habe ich keinen Abseits gesehen. Ah, du Penner, ey. 1,4 Sekunden noch. 2:1 die Führung von uns. 6 von 7 Bullies hat er bisher gewonnen. Ha! Eins habe ich ihm noch weggenommen. 6 von 8 sind es nur noch bei ihm. Ja, 2:1 der Spielstand. 6:4 Schüsse, leichtes Übergewicht bei uns. Und es kann weitergehen. Lemieux wieder am Bulli gegen seinen Kessler. Lemieux gewinnt das Ding. Zieht er sogar eine Strafe. Wenn ich das richtig gesehen hatte. Nee, doch nicht. Es sah anfangs so aus, als wenn es eine Strafe geben würde. Ah, nicht mit meinem Kronwalde. Oh, Hosa. Nochmal Hosa. Alter, was zum Teufel? Ja, ich vergewaltige gerade auch so ein bisschen meinen Controller. Muss man ja mal so sagen. Geiler Pass. Oh, was war das denn für eine Aktion von Ben? Da hat er einen Pass gespielt, anstatt zu schießen. Na gut, machst du nichts, wa? Oh, 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 oh. Gut. Okay. Du schieben ohne Ansatz bei Fleury rein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warum hat Flasic keinen Helm mehr? So, O'Reilly, rein ins Angriffsdrittel. O'Reilly, einfach mal. Oh! Den Stibitzer sich weiter ins eigene Tor rein. Scheiße. Lasic konnte immer noch nicht wechseln. Ich wäre es mal ganz lieb, wenn der mal wieder einen Helm bekommt. Oh. Schöner Versuch, schöner Versuch. Leider nicht vorbeigekommen. So, Kopitar jetzt am Bulli. Gewinnt das. Karlsson hämmert drauf, bleibt an seinem eigenen Mitspieler hängen. Schuss aus Spitzenwinkel da. Von weiß ich gar nicht wem. Vermutlich Alfredsson. Oh, da gibt es eine Strafe gegen ihn. Strafe gegen ihn, Powerplay für uns. Können wir es nutzen? Jill Moore macht das Bulli. Verliert das aber.
own cage. Looks ahead to start something. Moves up the side with it now. Boah, willst du mich jetzt verarschen hier? Sag mal, willst du mich jetzt verarschen hier? Der Typ hat auch schon wieder einen Curry. Sticks together, they cancel. Take it to the slot. Ah, schade, Jim, nur mit einem guten Versuch da. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass... Ich fühle mich jetzt gerade leicht verarscht von ihm hier. So, geht doch. Jamie Benn jetzt mal auf dem Weg nach vorne. Haut einfach mal drauf. Hoster nochmal mit einem Schuss hinterher. Hat nicht geklappt. Der spielt eine sehr gute Unterzahl. So, Hoster nochmal auf dem Weg nach vorne. Hoster rein ins Angriffsdrittel. Das war nicht beabsichtigt. Oh, Bullshit! So, Iginla. Lass sich einen Fuchs wegstibitzen. Er lässt ihn sich aber auch wieder wegnehmen, von daher alles cool. Oh, Iginla mit dem Schussversuch in Unterzahl. Beinahe sogar erfolgreich. Erfolgreich. Ich erfolgreich. Giroux hat er da auch. Okay, den Spieler raus. Ist unser Giroux schneller? Nein, ist er leider nicht. Between the blue lines. Jabbed away by Hossa. Komm, hau raus, das Ding. Mit was vielleicht Bewegung, der an mir vorbeikommt, ey. Schade, schade, schade. Und abseits. Sehr gut. Face-off win, and now what will they do with it? Neutral zone pickup here by Blassie. Ja, wollte ich meinen, das ist ein Abseits. Wir sind wieder vollständig, das ist sehr gut. Modano am Bulli. Verliert das. Many yards gain to Johnson. So, O'Reilly. Wollte da nach hinten zu Modano spielen, kam auch beinahe an der Pass. Und da gibt's eine Strafe. Ah. Aber er hatte keinen Schuss in seinem Powerplay angebracht. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ja, nein. 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 Ach, schade. Schade, ich dachte, wir kommen vielleicht nochmal zum Schuss mit Backström, aber nein. 2-2 nach dem zweiten Drittel. Das wird auch schon wieder ein spannendes letztes Drittel jetzt. Oh Mann, oh Mann. Mal sehen, was er für uns bereit hat. Ob er für uns was bereit hat. Bestimmt. Bergeron ist sein Goalie, sein Center im Powerplay. Komm. Warum? Warum geht Hossa da nicht zu dem Puck hin? Was ist das? Boah, Alter. Jetzt geht mal gerade Hossas Laufweg auf den Keks. Achso. Terrific opportunity though. Snatched up by Cronwall. Good quick poke check there. Picked up in the attacking zone. Score! Ach, das ist doch ein Witz. Die linke obere Seite kann doch nicht so schlecht sein von Fleury. Das ist seine Fanghand. Das ist schon das zweite Ding, was drin ist. Robitaille. Oder sowas. The winger reaches in after the center has
Oh, will ich mich jetzt verarschen. Penalty Shot. Ja, geil. Super. Oh Gott, der kann's. Der kann's. Der kann's. Uiuiuiui. Glück gehabt. Setzt ihn an den Pfosten. Und damit immer noch 3 zu 2 für ihn. Und wir müssen jetzt Gas geben, damit wir noch ein Tor hinkriegen. Denn wir wollen... Nein. Nein. Und das ist eine Strafe gegen ihn. Glück gehabt, damit sind wir im Powerplay. Mal gucken, ob wir das nutzen können. In unserem einzigen Powerplay bisher hatten wir nur einen Schuss. Das ist natürlich nicht so geil. Stimmt, er hatte ja nämlich eine ziemlich gute Runde. So, was sind doch keine Strafen? Boah! 4 gegen 4 nun. Schön. Genau. Renn noch ein bisschen frontaler auf seinen Goalie drauf mit dem Modano. Damit es nächstes Mal auch ja wieder eine Strafe gibt. Ja. Sag mal, wie wär's mit irgendwie mal verteidigen? Ja. Schade, da kam Backstrom gerade aus der Strafe raus. Konnte sogar noch den Schuss anbringen. Aber kam leider nicht vorbei an seinem Boborowski. Gefühlt seit Ewigkeiten steht Lemieux immer wieder auf Mais. Ja. Ja. Pass und kein Tor. Was ist denn hier jetzt gerade los? So, Hosa. Jetzt aber mal. Und das eine Strafe? Powerplay für uns. 10 Minuten noch genau. So, dann sollten wir das jetzt mal endlich nutzen, bitte. Ja, geil. Pass. Und kein Tor. Huiuiui. So, Hosa rein ins Angriffstritte. Hosa hat leider keinerlei Anspielstation da jetzt gerade. Und dann wird er natürlich hart von den Beinen geholt. Ach, Jamie Benn, Mensch. Jill Moore! Durch die Beine von Boborowski. 8,5 Minuten vor Ende der Ausgleich. Jawohl. Huiuiui. Das war wichtig. Das war äußerst wichtig. Alles klar, Leute. Alles klar. Noch 7,5 Minuten zu spielen. Modano am Bulli. Verliert das. Wo war das denn jetzt eine Strafe? Okay, es gibt eine Strafe. Eine, die ich nicht wirklich einsehe, aber gut. Das interessiert ja mal wieder eh keinen. And this one has been. Let's see if it continues. Let's a shot fly. He shakes off the forecheck there. Laid on to Backstrom. Propelled to Johnson. Beinahe eine echt gefährliche Aktion da. Got it all.
Okay, in solchen Situationen sollte ich den Puck noch besser festhalten. Nein, nein, nein! Komm weg mit dem Puck erstmal. Ach so! So, Jim Moore auf Hoster. Ernsthaft? Den habe ich nicht mal gesteuert. Das ist frech, dass es dafür wieder eine Strafe gibt, ey. Das ist richtig frech. Boah, ey. Ja, Genoa holt das Bulli. Lemieux bringt den Puck zu Genoa. Er will den Puck eigentlich wieder zu Lemieux bringen. Und das ist ein Abseits. Mann! Ja, Backstrom jetzt am Bulli. Verliert das. Gains the blue line. Turned right away with the poke check by Aginla. Oh, he missed the net. Und raus damit. Wir haben jetzt nicht alle Zeit der Welt. Oh, schade. A good solid pass and they can move ahead up that right. Glück gehabt, abseits von ihm. And this play is whistled down. It is offside. Nein, 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 das war richtig blöd von mir. Das wird ja, jetzt ist nämlich eine 5 auf 3 Strafe. Oh, oh. Oh, oh. Scheiße. Genau. Ach komm! Dass er mir da den Puck wieder abgenommen hat, ist schon wieder frech. So, Backström auf dem Weg nach vorne. Leider nicht komplett schnell genug. Fuck! Gathered in by Johnson. Superb defensive play by Cromwell. Just wide. So, wir sind auf jeden Fall bis zum Ende der Spielzeit in Unterzahl. Wenn er jetzt natürlich kein Tor macht. Jimmo! Komm! Nein! Nein! Das war doch die Chance! Die Chance schlechthin! Oh nein! Warum ging Aginla da jetzt wieder nicht zum Puck hin? Der hätte noch den Pass zu Backstrom spielen können und der hätte das Tor machen können. Boah, manchmal regt mich die KI auf. Ah, 3 zu 3 nach der vollen Spielzeit. Wir gehen in die Overtime. Noch 20 Sekunden sind wir in Unterzahl. Aber einen Punkt haben wir auf jeden Fall schon mal sicher. Das ist sehr gut. Ach, das ist doch jetzt... Das ist doch jetzt ein Witz. Der Stock war nicht mal in der Nähe seines Spielers. Kann's mich mal. Boah, ey. Backstrom mit einer klasse Einzelaktion da gegen seinen Bobrovsky. Boah, gegen den will ich nicht ins Shootout, der kann das. Der kann das richtig. Ja, was sollen denn solche Pässe? Willst du mich verarschen? Okay, 4 gegen 3 noch. Turn into something and he motors on between the blue lines.
Jill Moore macht das Ding in Unterzahl. Bam! Und sorry, dass ich jetzt so laut bin. Woo! Geil! 903 Münzen kriegen wir dafür. Zweiter Sieg in Folge. Bam, Junge. Geil. Geil, geil, geil. Jill Moore in Unterzahl. Auf Vorlage von Giordano. Fett, Leute. Einfach nur fett. Alter Schwede, du. Alter Schwede, alter Schwede, alter. Ja, gut. Ne? Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und im nächsten Spiel versuchen wir den Klassenerhalt festzumachen. Haut rein, bis die Tage. Ciao.